Ein kleines, ganz kleines Video zum Thema innenverlegte Züge. Wie bekomme ich jetzt einen innenverlegten Zug durch den Rahmen wieder eingefädelt? Man achte beim Ausbau darauf, dass man die Hülle erstmal drin lässt. Ja? Da lässt man die alte Hülle drin, die muss natürlich auch getauscht werden am Ende, aber erstmal lässt man sie im Rahmen drin, so dass sie vorne und hinten rausschaut. Nur wenn man es sich leicht machen will, innenverlegte Züge leicht verlegt, so nenne ich das Video, dann nimmt man diesen neuen Zug und schiebt ihn in die alte Hülle rein. Das machen wir jetzt mal. Ja, ich schiebe den jetzt hier durch. Durch diese alte Hülle. Dadurch kommt er natürlich dann am Ende hier wieder raus. Auch im Idealfall. Außer die Hülle ist gerissen irgendwo im Rahmen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Achtung. Da ist er. Wenn er jetzt hier rausgekommen ist, dann ziehen wir hier an diesem Ende die alte Hülle raus. Und stopfen hier nach. So. So, jetzt haben wir den Zug hier drin, den neuen Zug hier drin. Na? Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir uns eine Zange und längen die neue Hülle ab. Natürlich auf die Länge, wie die alte ist. Ja, denn die war ja ideal. Also die hat ja ganz gut gepasst. Deswegen machen wir das auch auf die gleiche Länge. Halten wir dran. Anfang halten wir dran. Dann nehmen wir immer lang. Ein bisschen mehr können wir machen. Können wir am Ende immer noch abschneiden. Ne, weiß habe ich sie nicht mehr. Das ist auch egal in diesem Falle. Kommt einfach weg. Jo, dann geht's weiter. Jetzt haben wir also diese Hülle hier. Die Enden sind ein bisschen zu versäubern. Jetzt fädeln wir von hinten natürlich diese Hülle hier durch. Schaut mal einer an. Und so geht das Ganze denn hier wieder rein. Und als Führung benutzen wir dann quasi den Innenzug. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann sollte der hier ohne Probleme wieder rauskommen. Und schon haben wir den Zug innen verlegt. Fantastisch, oder? Jetzt ziehen wir den hier nochmal raus. Ja, natürlich. Oder müssen wir gar nicht, weil da kommt ja eine Endkappe ran, dachte ich. Aber da ist ja die Endkappe, steckt schon hier drin. Also müssen wir gar nicht mehr rausziehen. Können wir gleich so einbauen. Das war ein Video zum Thema innenverlegte Züge leicht gemacht. Ja, also merkt es euch, ihr lasst den alten Zug erstmal drin. Die alte Hülle erstmal drin. Macht einen neuen Zug in die alte Hülle, zieht die alte Hülle raus und macht dann eine neue Hülle um den neuen Innenzug. Ganz simpel. Ja, und jetzt mache ich weiter. Also, bis zum nächsten Mal.